Liebe Gemeinde, ich möchte heute gerne mit Ihnen ein kleines Experiment machen. Ich habe zwei Geldscheine mitgebracht. Einmal 50 Deutsche Mark und 50 Euro. Und was passiert mit Ihrem Herzen, wenn Sie diese Scheine sehen? Vielleicht diejenigen, die vor dem Jahr 2001 geboren sind, denken sentimental an die alten guten Zeiten der Deutschen Mark zurück. Die etwas Jüngeren sagen, ja, das ist eigentlich nur ein Stück Papier, das ist nichts mehr wert, also weg damit. Und was ist mit diesem Schein? Das ist auch eigentlich ein Stück Papier, man kann es sogar zerreißen. Ich zeige Ihnen, wie einfach das ist. Und wie reagiert jetzt Ihr Herz? Spüren Sie vielleicht eine enge Beziehung zu diesem Papierstück? Wie ist es so, dass wir eine bestimmte Zuneigung zu diesem Schein irgendwie spüren? Ja, das ist auch ein Stück Papier. Ich habe das eigentlich auf einem Zettel ausgedruckt. Also das ist nicht so ganz echt. Und doch haben wir uns Menschen entschieden, dass dieses Papier was wert ist. So ist es halt. Das Geld ist an sich eigentlich nichts Schlimmes. Ein reines Zahlungsmittel, Vergütung für ein Arbeitsprodukt und doch ein Kultobjekt, sogar Gott. Gott und Geld, Geld und Gott. Es klingt irgendwie ähnlich. Die beiden brauchen wir zum Leben. Ohne Gott hätte das Leben für mich keinen Sinn und ohne Geld wäre das Leben fast unmöglich. Die Frage, die sich für mich jedoch stellt und vielleicht für viele von Ihnen, ist, wie stehe ich zu den beiden? Welchem Gott diene ich eigentlich? Und die Frage ist nicht immer leicht zu antworten. Ich möchte gerne sagen, doch, ich stehe bei Gott. Aber es stimmt nicht immer. Der Götze Geld will den Liebeskampf nicht so einfach aufgeben. Der sagt, guck mal, mit mir ist das Leben schöner, bequemer. Du kannst alles kaufen und erreichen, du bist sicher. Dir kann nichts passieren. Was kann dir der gute Gott anbieten? Nur Verbote und Gebote und das ist nichts schön. Du sollst lieber mir dienen. Mit mir wirst du alles haben und dadurch auch Lob und Respekt der Menschen. Wie du mich selber bekommst, ist unwichtig. Das interessiert niemanden. Hauptsache ist, dass du mehr von mir haben willst, obwohl du vielleicht nie satt wirst. Du weißt schließlich nicht, was im Leben passieren kann. Deswegen musst du dich gut absichern. Und diese Gedanken sind mir persönlich nicht fremd und bestimmt auch vielen von Ihnen auch nicht. Wir brauchen das Geld zu überleben. Viele Familien und Betriebe spüren das ganz deutlich in dieser Zeit der Corona-Pandemie, der Inflation und der Energiekrise. Und sie machen sich große Sorgen, ob das knappe Geld für die extraorbitanten Gas- und Stromrechnungen reicht. Ob meine Familie, meine Firma vielleicht sogar pleite geht. Ob ich mich zwischen dem Brot und einer warmen Wohnung in den kommenden Wintermonaten entscheiden muss. Auch in diesem reichen Land namens Deutschland. Andererseits gibt es Menschen und Unternehmen, die nicht wissen, wohin mit dem Geld. Oder wie man das in diesen Tagen nennt, mit dem Zufallgewinn, von dem sie nie geträumt hätten. Deswegen ist die Erzählung vom goldenen Kalb, von dem sich die Israeliten niedergeworfen haben,
um ihn als Gott betrachteten, leider auch heute aktuell. Und diese Lesung hatten wir schon vor einer Woche. Papst Franziskus schreibt im Evangelii Gaudium dazu: Wir haben neue Götzen geschaffen. Die Anbetung des antiken goldenen Kalbs hat eine neue und erbarmungslose Form gefunden im Fetischismus des Geldes und in der Diktatur einer Wirtschaft ohne Gesicht und ohne ein wirklich menschliches Ziel. Na gut, sagen vielleicht einige, der Papst hat ein bisschen übertrieben. Nicht alles ist so schlimm. Wir sind keine Betrüger, die Steuer hinterziehen oder schlecht unsere Mitarbeiter bezahlen. Wir teilen, spenden unser Geld, kaufen sogar Bier und Fairtrade-Produkte. Und doch hören wir im heutigen Evangelium die Worte von Jesus: Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Reichtum. Deswegen stellt sich für mich, vielleicht auch für uns, immer wieder die Frage: Wie viel brauche ich wirklich zum Leben, sodass die anderen auch gut leben können? Habe ich das Recht auf Überfluss, solange es die Armut gibt? Hat unsere Kirche den Anspruch auf eine neue goldene Badewanne? Darf die Kirchenzugehörigkeit mit dem Zahlen der Kirchensteuer gleichgestellt werden? Regt es mich nicht auf, dass die Schere zwischen den Wohlhabenden und den Armen brutaler auseinandergeht? Und letztendlich, wem vertraue ich, wem diene ich? Wer oder was ist mein Gott? Ist das der gekreuzigte Jesus, der für seine Kompromisslosigkeit, für seine radikale Liebe zu den Menschen sterben musste? Der sich an der Seite der Armen, Schwachen, Unterdrückten und Ausgebeuteten stellt? Oder sind es andere Güter? Lieber Jesus, bekehre uns zu dir. Zeige uns, was im Leben wirklich wichtig ist. Mach uns klar, dass ich, wir oft die Privilegierten sind, die von dem System profitieren, die Spielregeln bestimmen. An diesem Caritas-Sonntag und darüber hinaus, lass uns die Menschen nicht vergessen, die nicht so gut haben wie wir. Und erbarme dich unser, wenn wir die anderen Güter vorziehen.